Heute haben wir einen interessanten Vergleich für euch. Wir haben von Starboard zwei Generation Boards, beide identisch, 12,6 mal 28. Die Regie hat mir das noch ins Ohr geflüstert. Mit zwei deutlich unterschiedlichen Verkaufspreisen, 2049 Euro zu 1249 Euro. Da klafft natürlich eine riesen Lücke dazwischen für vom Shape zwei vollständig identische Boards. Wir haben hier eine leicht verrundete Outline, insgesamt ein recht gestreckter Shape. Auf dem Unterwasserschiff sehen wir gleich noch in den Bildern ein Doppelkonkav im Angleitbereich mit einer leichten Konvexität im Mittelsteg. Das Ganze ist als leichter V-Bottom konstruiert. Da sind wir sehr gespannt darauf, wie sich das Ganze in der Stabilität verhält. Und von den Bauweisen gibt es natürlich halt bei dem Preis natürlich auch einen dicken Unterschied. Wir haben hier ein Glas-Epoxy-Sandwich-Board im Vergleich dazu ein Vollcarbon-Sandwich-Board, was zusätzlich zur Versteifung in dem gesamten Nose-Bereich bis zum Standbereich nochmal senkrecht eingesetzte Glasfaser-T-Stringer besitzt. Das ist eine Technologie, die hat Starboard schon sehr früh bei Surfboards angewendet. Die finden sich jetzt hier auch in den Generation, in dem teureren Generation-Modell. Wenn wir noch mal im Detail schauen, wo hier der Unterschied liegt, dann haben wir hier Kleinigkeit, kleiner Gimmick, natürlich Halterung für eine Kamera, für eine GoPro, ist hier noch mal so ein FCS-Plug eingesetzt. Beide sind mit Transportnetzen dementsprechend versehen. Im Unterschied haben wir ein gewaffeltes EVA-Deck im Standbereich bei der teureren Variante und ein marmoriertes, so ein Reptilien-EVA. Das ist insgesamt halt ein bisschen glatter. Das heißt aber nicht unbedingt, dass es rutschiger wäre oder dass rutschfester ist. Wir werden das genau im Test nochmal analysieren mit Barfuß und mit Schuhen, wie sich das halt vom Feeling verhält, weil das natürlich nicht unwichtig ist. Bei den dazu mitgelieferten Finnen gibt es natürlich auch nochmal einen Unterschied halt. Klar, die teure Variante ist mit einem etwas steiferen Modell hier ausgestattet. Wir haben hier ein Truster-Set in Honeycomb GFK und bei dem günstigen Modell ist das in der gleichen Form gehalten als gespritztes Polycarbonat. Wenn man so ein Board an den Strand tragen möchte, dann kann man das natürlich über den gut ausbalancierten Griff machen. Das ist wirklich sehr schön mittig angeordnet, kann ich hier eine Weile halten. Ich nehme mal das Leichte, ist für mich einfacher. Aber es gibt hier auch noch halt inklusive im Lieferumfang einen Tragegurt. Der lässt sich natürlich selbstverständlich auch beim einfachen Modell verwenden, muss aber da dazu gekauft werden. Fragt man sich, wie sieht so ein Tragegriff aus? Der wird halt wirklich dann auch ans Board angeschraubt. Der ist hier leicht mit Gummibändern gestaltet und wird dann hier seitlich an die fertigen Inserts, die im Board eingelassen sind, angeschraubt, sodass er hier straff sitzt und nicht rumschlabbern kann, sodass er halt auch beim Paddeln gar nichts stört. Unterschiedlicher Preis, unterschiedliche Bauweise, bisschen unterschiedliche Ausstattung. Was wiegt das? Das ist recht deutlich in dem Fall. Wir haben hier einmal bei der einfachen Variante ein Gewicht von 13,53 Kilo und bei der leichten Variante von 10,13 Kilo ausgewogen. Rumpfgewicht, das heißt halt, das sind jetzt nur die Boards ohne die Finnen. Für die Finnen kommen natürlich ein paar Gramm dazu. Die Polycarbonatfinne ist sogar noch einen kleinen Tick leichter. Auch minimal ist das Gewicht leicht verfälscht, weil wir die Railtapes bei beiden Boards von RS Pro schon aufgetragen haben. Das liegt aber auch im Promillebereich. Da muss man jetzt, das kann auch durch Produktionstoleranzen sozusagen wieder verschwinden.
Geben wir nochmal einen Blick auf das Unterwasserschiff. So haben wir ein leichtes Konvex im vordersten Angleitbereich. Das Ganze geht dann aber sofort in eine Doppelkonkave mit einem leichten V über und endet hinten im Tail auch nur mit einem ganz minimalen V. Die Doppelkonkave nimmt dann immer weiter ab. Die Rails sind halt mit einer deutlichen Takt under the edge versehen. Diese ist fast vollständig durchgehend. Insgesamt kann man hier doch von einem runden, weichen, weich geshapten Rail sprechen. Und auch von der Outline betrachtet ist der letzte Teil des Tails mit einer starken Verrundung versehen im Bereich der Thruster-Finnanordnung. Da werden wir auch sehen, halt natürlich, wie sich das in Cross- und Pivot-Turn auswirkt. Auch von mir ein herzliches Willkommen zum nächsten Test von Gleiten TV und Subtrip. Uwe hat euch schon die Boards einmal vorgestellt, einmal in der Theorie. Ich war mittlerweile im Wasser, habe die Praxis getestet. Also, ganz großer Unterschied natürlich, immer, so fangen wir immer an. Ich muss das Board zum Wasser tragen und da kommt sofort der größte Effekt zu tragen. Starboard gibt den Unterschied im Gewicht bei 1 Kilo an. Wir haben 3 Kilo, über 3 Kilo gemessen und das merke ich sofort. Also angenehmer zu tragen, länger zu tragen, ohne dass der Arm noch länger wird, ist definitiv die Carbon Top Variante. Dazu muss man natürlich sagen, bei der Lightech Variante liegt Starboard genau in der Range, wie die Angabe auch von der Firma aus ist. Wir haben das Glück, dass wir einfach hier bei dem Carbon Top wirklich ein sehr, sehr leichtes Board bekommen haben mit gerade mal 10,13 Kilo, was eben deutlich unter der Angabe der Produktion liegt. So, der nächste Eindruck, wenn ich mit dem Board aufs Wasser gehe, ist, ich gehe rauf, habe sofort den Eindruck, First Stability, Primary und Secondary Stability. Da unterscheiden die Boards sich zumindest in meiner Wahrnehmung gar nicht. Ich habe gleich den ersten Effekt, es agiert ein wenig, also die Primary Stability ist etwas agil, jedoch nicht so, dass sie irgendwie zu hibbelig wirkt. Und wenn ich wirklich in die Kante gehe, merke ich auch, dass es immer träger wird, immer schwerer. Also auch da eindeutig zu bremsen ist, für wirklich jeden handelbar. Und das Ganze bei 28er Breite, was eigentlich für ein Touringboard schon relativ schmal ist. Zum Geradeauslauf. Die Frage ist natürlich, bei den drei, unterscheiden sich die 3 Kilo, also merke ich die auf dem Wasser. Punkt. Geradeauslauf ist tatsächlich gefühlt müh besser bei dem etwas schwereren Board. Mehr Trägheit im Board, das heißt, es bewegt sich nicht ganz so schnell. Dafür habe ich es dann, wenn ich einen Turn machen möchte, auch wieder mit dem Carbon Top minimal leichter, also wirklich im Crossbow merke ich, es reagiert etwas besser. Ich kam mit einem Paddelschlag wirklich die 180 Grad wieder herum. Also mit einem Crossbow Turn funktioniert das etwas besser. Bei beiden Boards, ich habe keine Kante drin, ich habe die verrundete Outline, das merke ich, es ist unheimlich gleichmäßig der Turn, ich habe keine Kraftspitzen und damit auch das sehr, sehr einfach zu handeln für jedermann. Machen wir einen richtig intensiven Turn, also den Pivot Turn, merke ich auf jeden Fall, dass das Board, also die Lightech Variante, sinkt etwas schneller ein, das heißt, ich stoppe eher und turn mehr auf einen Punkt. Was man auch deutlich in den Bildern sieht, also ich war wesentlich näher an dem Pfosten dran. Bei dem Board, also bei der Carbon Top Variante, gleitet es einfach weiter. Ich muss zusehen, mehr Gewicht nach hinten zu bringen, um den Turn wirklich radikaler zu ziehen. Und da wirkt sich eben doch aus, bei dem Carbon Top haben wir hier auch nochmal einen Tailkick mit angebracht. Also ein Kickpad haben wir bei der Lightech Variante nicht. Also, hier habe ich eher das Mitlaufen, auch wenn es gerade darum geht, in der Welle zu sein. Dafür ist das Carbon Top minimal auf jeden Fall besser geeignet. Um das Drehverhalten insgesamt noch mal ein bisschen abzurunden, wir sind bei einem Touringboard und dafür drehen beide unheimlich gleichmäßig, unheimlich kontrolliert, auch aus dem Pivot-Turn wieder herauszugehen, wieder in die Fahrt zu kommen, funktioniert. Dafür, dass es eben immer noch ein 12,6 mal 28er Board ist, nicht mal 30, wirklich unheimlich gut und sauber, ohne instabil zu wirken. Zum Thema Laufruhe. Natürlich haben wir das Board jetzt gerade auf Flatwater gehabt. Da hat man gesehen, es läuft einfach schön geradeaus. Ich habe nicht, wie es vielleicht manchmal bei so einem Verdrängerrumpf ist, unten drunter ein Klackern. Also einfach durch diese Konkaven habe ich einen ganz gleichmäßigen Wellenverlauf, habe keine Kraftspitzen drin. Es gleitet gemütlich, sinkt aber natürlich nach dem Paddelschlag auch in der Geschwindigkeit leicht wieder ab.
Ich war auch im Kabelwasser unterwegs, dazu haben wir leider keine Aufnahmen, aber getestet werden muss es natürlich. Hier ganz klar, es geht über Wellen rüber. Also an der Stelle merke ich die Schläge schon, vielleicht verglichen eben mit eher flachen Brettern, die durch eine Welle durchgehen oder eben auch den Verdränger rumfahren. Hier schwimmt es etwas auf, das heißt, ich habe diese Schläge mit, was aber wiederum einen großen Vorteil hat, wenn ich mit der Welle unterwegs bin. Dann droppe ich wirklich hinein, werde sofort mitgenommen und gehe nicht die Gefahr, dass das Board vorne einspitzt, sondern aufgrund des Volumens und einfach der Breite vorne schwimmt es wieder auf. Und nimmt mich unheimlich gut mit, also da macht es wirklich super viel Spaß. Seitenwelle wiederum, ich habe zwar eine verrundete Outline, aber dennoch eine relativ hohe Wall im Vergleich zu eher Surf-ähnlichen, also wenn wir eben über das Surfverhalten sprechen. Und das heißt an der Stelle, wenn das Wasser gegenschlägt, beeinflusst es mich einfach auch ein bisschen. Da kann auch die Doppelkonkave und das V nicht helfen, dass es geradeaus weiterläuft, sondern ich merke es, aber es schaukelt sich nicht auf, sondern bleibt trotzdem noch relativ gut in der Spur, sodass es auch für Einsteiger in dem Bereich im Kabelwasser absolut gut zu kontrollieren ist. Ganz entscheidend ist ja immer für alle Performance, Geschwindigkeit. Wir wollen schnell unterwegs sein und natürlich bei wenig Einsatz. Gehen wir mal bei viel Einsatz, da fangen wir an beim Sprintverhalten. Die Carbon-Top-Variante geht einfach deutlich schneller los, also ich brauche weniger Anschlag am Anfang. Spitzengeschwindigkeit war bei 11,1 versus 10,8, also 0,3 km/h Unterschied, gemessen mit meiner Garmin-Uhr, wirklich direkt hintereinander. Ich merke ganz klar in der Beschleunigung von dem Carbon-Top ist schaukelt sich etwas mehr auf, weil sofort in der Geschwindigkeit nehme ich so eine Gleitfahrt an. Also das Board stellt sich mehr auf, so wie ich es hier gerade anzeige. Das merke ich einfach, weil es leichter ist. Und dann fängt es sich an aufzuschaukeln. Die Surfer kennen es, wenn eine Welle unter mir durchrollt, ich die nicht genau erwische und versuche aber noch reinzukommen, dann fängt es auf einmal an zu schaukeln. Den Effekt habe ich hier, das heißt, ich muss, wenn ich sprinten sollte, wofür das Board jetzt in erster Linie gar nicht gedacht ist, dann muss ich etwas mehr Druck nach vorne bringen. Das merke ich wiederum bei der Lightech-Variante nicht. Das fährt gleichmäßiger, dafür langsamer durch, auch im Sprint. In dem normalen Touring, ganz ehrlich, kein Unterschied. Wenn die beiden einmal laufen und wenn ich nicht darauf aus bin, ganz schnell zu beschleunigen, was bei der normalen Tour tatsächlich eigentlich nicht der Fall ist, dann merke ich bei beiden keinen Unterschied. Das empfohlene Fahrgewicht, natürlich ganz entscheidend, gibt Starboard an mit 50 bis 110 Kilo. Würde ich jetzt, auch wenn ich genau in der Mitte liege, sagen, passt wunderbar. Ich bin beim Pivot Turn nicht nach hinten gegangen und das hat bei beiden Brettern nicht nach hinten gegangen. Ich hatte da noch Platz und konnte problemlos turnen. Ich denke, dass das auch ein schwerer Mensch noch packt und mit weniger Kilo als ich definitiv genauso. Wir haben bei beiden Boards 249 Liter, also liegen wir auch in einem Bereich, wo leichte und auch schwere Fahrer einmal getragen werden oder auch gut handelbar mit dem Board umgehen können. Starboard verkauft dieses Konzept seit letztem Jahr und da hat es mich auch schon begeistert, als Race, Touring und auch Surf-Variante. Also eigentlich die eierlegende Wollmilchsau, ganz klar. Wir sind beide Boards zwar nicht in hohen Wellen gefahren, jedoch in dem Bereich, in den Wellen, wo wir es probiert haben, turnt es einfach gleichmäßig, da macht das Tail wirklich absolut Sinn und macht Spaß, bringt Freude. Es wird von Wellen wirklich gleich mitgenommen. Gleichermaßen, wenn ich im Touring unterwegs bin, es gleitet sauber, die Geschwindigkeit bricht nicht nach jedem Paddelschlag ab, was vielleicht bei einem eher wirklich zu surflastigen Board der Fall wäre, auch da funktioniert es. Und wenn ich dauerhaft schnell fahren möchte, dann bin ich hier immer noch bei einer Breite eben von 28, die für den ambitionierten Paddler, jedoch nicht Race-Paddler, nicht Race-ambitioniert, absolut Sinn machen und auch dort Freude in einem ambitionierten Wettkampf bringen. Wir haben gerade nochmal ausdiskutiert, was ist jetzt hier der Haupteinsatzbereich von der ganzen Geschichte? Es gibt letztendlich von dem, was wir so bisher getestet haben, kein vergleichbares Konzept zu dem. Wir hatten zwar schon von Norden das Freerace, was auch im Touring-Bereich ein gemäßigter Shape war, aber doch deutlich klar halt Race Flatwater im Auge hatte. Hier ist es halt ein zügiges Touring-Board mit einem leicht sportlichen Ansatz, aber auch einem ganz klaren Statement zur Welle hin, dementsprechend. Und da sind wir auch nochmal, da kommen wir auch nochmal ganz kurz hier zu den beiden EVAs. Da musstest du noch was zur Rutschfestigkeit sagen. Absolut, genau. Mit Schuhen
merke ich gar keinen Unterschied. Da habe ich auf beiden Untergründen wirklich super guten Halt. Ich merke einfach die Raute, wenn ich barfuß unterwegs bin, lange Touring mache, die Eishub-Fahrer kennen das. Irgendwann muss ich mal den Fuß verrücken, ansonsten schlafen mir meine Füße ein. Ja, immer ein bisschen bewegen. Genau das habe ich natürlich hier auch. Geht es aber dann wiederum um den Surf, habe ich eindeutig auf dieser Variante deutlich mehr Grip. Und eben andersrum, auf der Variante des Lightex habe ich weniger Grip. Also könnte in der Welle durchaus mal passieren, dass ich wegrutsche. Das wäre aber trotzdem eher eine Ausnahme. Ansonsten fühlt es sich unheimlich angenehm an. Also für den Touringfahrer wirklich ein schönes Deckpad. Ja, wer soll jetzt was kaufen halt? Das ist die Frage. Das liegt einerseits an deinem Geldbeutel. So ist es. Ganz klar haben wir hier eine minimal bessere Welleneignung, also für Open Ocean. Wir können besser beschleunigen. Also wer darauf wirklich großen Wert legt, ja, für den lohnt es sich. Da lohnt es sich auf jeden Fall, das Geld mehr zu investieren. Ansonsten macht dieses Konzept einfach unheimlich Spaß, was Starboard hier aufgelegt hat. Beide Boards absolut zu empfehlen. Also, eine geile 3-in-1-Lösung. Also eigentlich ein Board für alles. Allrounder wäre schon fast mies, wenn man das sagt, weil Allround immer so schlecht belegt ist. Aber das Board funktioniert wirklich in sehr vielen, eigentlich in allen Umständen, die wir hier haben können. Aber auch gemäßigt an der Ostsee, wenn es eben nicht um große Wellenritte geht. In dem Sinne, genau, habt Spaß.